Okay, wir machen jetzt mal ein kleines Beispiel. Okay. Jetzt müssen Sie gut mitdenken. Haben Sie ganze Zeit schon, ne? Klar, aber jetzt ganz besonders gut. Wir nehmen mal Sie als Menge hier. Sie sind jetzt meine Menge A. Und jetzt definiere ich mal folgende Relationen auf Ihnen. Nämlich, sitzt in derselben Reihe wie. Ja? Sitzt in derselben Reihe wie. Sie beide hier stehen in Relation zueinander. Sie sitzen in derselben Reihe wie Sie. Sie beide stehen nicht in Relation zueinander. Sie sitzen nicht in derselben Reihe wie Sie. So, jetzt kann ich immer zwei von Ihnen rausnehmen und sagen, aha, Person A sitzt in derselben Reihe wie Person B. Diese Aussage ist wahr oder falsch, ist eine Relation. Prüfen wir mal die Eigenschaften. Ist diese Relation reflexiv? Ja? Ja, man sitzt in derselben Reihe wie man selbst. Oder anders ausgesprochen, für alle von Ihnen gilt, jeder von Ihnen, ja, sitzt in derselben Reihe wie er selbst. Ist reflexiv. Okay, reflexive Relation. Ist die irreflexiv? Ist sie irreflexiv? Nein, warum? Weil sie nicht in zwei Reihen gleichzeitig sitzen. Ah, ist das wirklich das Gegenargument? Weil das Gegenargument ist, weil sie nicht sagen können, dass sie nicht in derselben Reihe wie sie selbst sitzen. So. Ja? Also es müsste ja gelten, jede Person von Ihnen sitzt nicht in derselben Reihe wie Sie selbst und das gilt nicht. Braucht man aber eigentlich gar nicht prüfen, weil wenn die Relation reflexiv ist, dann kann sie nicht mehr irreflexiv sein. Geht nicht. Entweder sie ist reflexiv oder irreflexiv oder keins von beidem, aber sie kann nicht beides gleichzeitig sein. Symmetrisch. Ist die Relation symmetrisch? Sitzt in derselben Reihe wie? Na, kommen Sie jetzt ein bisschen mehr Action hier. Ja, so Kinostimmung hier, oder? Lalala, Chips. Wenn Sie im Kino sitzen würden und jemand würde fragen, hier, sag mal was, ja? Pff, nö, Kino. Ja? Wie Sie? Ja, sagt, ist symmetrisch, weil wenn ich die gleiche Frage sitze wie Sie, dann sitzt sie auch in der gleichen. Ja. Ist symmetrisch, denn... Sie argumentieren immer so an Einzelfällen. Wenn ich in derselben Reihe sitze wie Sie, dann sitzt Sie in derselben Reihe wie ich. Eigentlich müsste man ein bisschen allgemeiner formulieren. Für alle Personen hier gilt, oder für alle Personenpaare, wenn Person A in derselben Reihe sitzt wie B, dann sitzt auch B in derselben Reihe wie A. Okay, ist symmetrisch. Sie sitzt in derselben Reihe wie Sie, also sitzt auch Sie in derselben wie Sie. Und Sie sitzen in derselben Reihe wie Sie, also sitzen auch Sie in derselben Reihe wie Sie. Und so weiter und so weiter. Sie sitzen nicht in derselben Reihe wie Sie, also muss auch nicht das Umgedrehte gelten. Okay. Also ist symmetrisch. Ist sie asymmetrisch? Nein, kann er nicht mehr sein. Okay. Antisymmetrisch könnte sie vielleicht sein. Nicht? Ja, sagen Sie mal. Da müssten sie aufeinander sitzen. Ja. Oder gleich sein sogar noch, ne? Zwillinge. Zwillinge, genau. Also, wenn wir jetzt hier nur Zwillinge hätten und alle Zwillinge würden jeweils in einer Reihe sitzen, oder Trillinge oder Vierlinge, spielt keine Rolle. Können beliebig viele Inge sein, ja? Sie müssten nur sozusagen alle jeweils reihenweise getrennt sitzen. Ja. Also wenn wir hier eine Vorlesung vor Klonen hätten, ja, dann wäre das der Fall. Nein, also
Das gilt natürlich auch nicht. Sie sitzen in derselben Reihe wie Sie und Sie sitzen in derselben Reihe wie Sie, aber Sie beide würden nicht von sich behaupten, dass Sie identisch sind. Also, okay. Jetzt, letzte Eigenschaft, transitiv. Ist die Relation transitiv? Ja, wenn jeder, also wenn eine Person A, wenn eine Person A mit einer Person B in einer Reihe sitzt und eine Person B mit einer Person C in einer Reihe sitzt, dann muss eine Person A auch mit der Person C in einer Reihe sitzen, weil es ja eine Reihe ist. Ja, genau. Ich wiederhole es nochmal. Wenn eine Person A mit einer Person B in derselben Reihe sitzt und B mit einer Person C in derselben Reihe sitzt, dann muss auch A mit C in derselben Reihe sitzen. So. Also, die Relation sitzt in derselben Reihe wie ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Und eine Relation, die reflexiv, symmetrisch und transitiv ist, heißt Äquivalenzrelation. Oh, super. Da habe ich jetzt lange drauf hingearbeitet, oder? Und jetzt Ekstase. Also, eine reflexive, symmetrische und transitive Relation heißt Äquivalenzrelation. Und jetzt passiert das Folgende. Ich verwende jetzt mal eine ein bisschen seltsame Sprechweise, sollte man nicht verwenden vielleicht, aber ich sage es trotzdem mal. Wenn Sie sich als Menge hier betrachten. Und jetzt kommt's, ich wende einmal die Äquivalenzrelation sitzt in der gleichen Reihe wie auf Sie an. Dann zerfällt die Gesamtmenge in disjunkte Teilmengen von Elementen, die alle in Relation zueinander stehen. Anders gesagt, alle Personen hier, die in einer Reihe sitzen, stehen in Relation zueinander. Sie zu ihm, sie zu ihr, sie zu ihm, sie zu ihm, sie zu sich, sie zu sich, sie zu ihm, sie zu ihm und so weiter. Also alle, die in einer Reihe sitzen, stehen in Relation zueinander. Und es gibt keine relationale Beziehung zwischen Elementen zwischen verschiedenen Reihen. Sie sind alle schön separiert. Ja? Jede Reihe besteht aus Elementen, die alle zu sich in Relation stehen. Das heißt, jede dieser Reihen hier bildet eine sogenannte Äquivalenzklasse. Wir haben eine Klasseneinteilung gemacht, wir haben eine Relation und wenn es eine Äquivalenzrelation ist, dann zerfällt die Gesamtmenge in disjunkte Teilmengen der Art, dass jedes Element der Menge in genau einer dieser Teilmengen drin ist und innerhalb einer Teilmenge stehen alle Elemente in Relation zueinander. So, das ist das Schöne an einer Äquivalenzrelation. Bitte? Ja, Ekstase, genau. Okay. Jetzt gebe ich Ihnen noch einen weiteren Begriff, ohne das jetzt großartig auszuführen. Das machen Sie in der Übung. Eine reflexive, antisymmetrische und transitive Relation heißt Ordnungsrelation. So, okay, den Begriff habe ich jetzt einfach mal eingeführt. Wir setzen symmetrisch durch antisymmetrisch und haben eine Ordnungsrelation. Ja, damit beschäftigen Sie sich dann in der Übung. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Ich weiß, ganz komisch, also ich halte ja zweimal diese Vorlesungen, jede Woche.
Und die Zeiten sind immer total unterschiedlich. Gestern habe ich eine Viertelstunde weniger gebraucht. Komisch. Ja? Ah ja. Frage, warum ist die kleine Relation antisymmetrisch? Ihre Frage ist, wenn 0, 1 drin ist, dann müsste ja auch 1, 0 drin sein. Nein. Das würde symmetrisch bedeuten. Wenn 0, 1 drin ist, dann muss auch 1, 0 drin sein. Antisymmetrisch bedeutet, wenn 0, 1 drin ist und wenn 1, 0 drin ist, dann muss 1 gleich 0 sein.